Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Wieder zurück in Forli. Ich nenne es auch liebevoll die Welt der Abertausend Nebenmissionen. Aber naja, das schaffen wir auch, würde ich sagen. So, da kommen wir doch an die Kante dran. Und holen uns hier die nächste Mission. Oh, wir haben ganz schön viel Geld, sehe ich gerade. Anfang einer Verschwörung. Girolamo Riario, der Herr von Forli, scheint etwas zu planen. Eine Gruppe seiner Männer brach in den Palazzo Pitti ein, ermordete mehrere der Bewohner und stahl dabei eine seltene Karte. Die Karte mag verloren sein, aber dafür werden sie bezahlen. Tötet sie, ohne gesehen zu werden. Lorenzo. Und wie es der Zufall so will, müssen wir dafür hier hoch. Okay, müssen wir nicht. Es sah nur so aus, als ob wir da hoch müssen. Aber egal, wir holen den trotzdem kurz. Aviso, wegen des Mangels an tüchtigen, starken Männern durch den letzten Feldzug und die darauf folgende Pest. Bin ich ja gespannt, wie wir den ungesehen eliminieren. Aber auch das werden wir irgendwie hinbekommen, da bin ich mir sehr sicher. Hä? Kommt man denn da hoch? Also von der Seite, wer da sind. Stufen in Anführungszeichen. Oh, zieht sich das wieder, das Klettern hier hoch. Aber eigentlich haben wir auch Forli schon relativ weit. Die Nebenmissionen sind halt viele. Aber auch das werden wir in dem Part, wenn nicht im nächsten, hinkriegen, würde ich sagen. Ich darf wirklich nicht entdeckt werden. Uff. Wie macht man das? Bin ich jetzt etwas überfragt? Ich denke jetzt gerade nach. Wenn die zu 14, muss ich vielleicht irgendeine Fraktion anheuern oder so. Einverstanden. Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagge landen vom Monte Poggiolo. Gut, los. Indem sie sich weigerten, seine Heiligkeit dem Papst, den ihm zustimmten, ihre Einnahmen zu zahlen. Die entkommt mir nicht! Lass mich einfach! Ich habe nichts damit zu tun! Reisende! Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesichtet! Es wird vermutet, dass es sich um arbeitslose Lakaien. Das waren schon mal die ersten. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir die immer so mit da auch euch holen wir uns voll eh die Codex-Seite holen. Die Wache besteht scheinbar immer noch aus Landeiern. So, wunderbar. Da haben wir die auch.
Gut, da unten. Wir haben auch nur noch 4 Schätze und 1, 2, 3 Aussichtstürme. Mir scheint... Ach ja, die Mission wird mir nicht angezeigt, wenn ich in einer anderen bin. Klar. Mal schauen, wie viele das hier sind. Nur einer. Da, auch den werden wir noch umbringen. Die Waffe steht scheinbar immer noch aus Land erledigt. Apropos Feder. Also nicht, dass wir über Federn gesprochen hätten. Da kann ich nicht folgen. Ihr seid allein. Bitte, lass mich das Fenster. Jo, dann holen wir uns die Feder. Ich weiß zwar nicht wirklich, was die anbringen. Aber was man hat, das hat man. Sage ich immer. Und machen direkt die nächste Mission. In der Hoffnung, dass die auch direkt hier ist. Ich hoffe übrigens, man hört nicht zu sehr die Arbeitsgeräusche außenrum, weil bei uns im Haus wird gearbeitet. Aber naja, ich hoffe es geht. Normal sollte die KI das ausfiltern. Erzfeinde, anscheinend streckt die Borgia-Familie ihre Fühler nun in Richtung Forli aus. Florenz könnte das nächste Ziel sein. Bogenschützen der Borgia sind auf den Dächern und bereit zuzuschlagen. Eliminiert sie, bevor sie Hilfe rufen können. Runter hier, Laju, da ist... Mach ihn fertig! Ja! Hau ihn! Runter hier! Du gehörst mir! Er ist hier! Er kommt ab! Er ist hier! Jetzt komm! Wir kriegen dich doch! Du könntest entkommen! Verdammt! Ekolog, da ist er ja! Wir kriegen dich doch. Jetzt stirbst du. Wir dürfen nicht hier oben sein. Ich weiß ja nicht, wie gut das hier funktioniert. So, und da drüben. Wir holen uns den Bastard. So, jetzt hoffe ich, dass meine Freunde sich um den kümmern. Kannst du... Bewegung! Ezio, hallo? Naja, steht lieber da oben und haut ein bisschen in die Luft. Ja, wir sehen uns gleich nochmal am Ende von der Mission. Das sollte ja eigentlich machbar sein, oder? Oder geht's eh gleich los? Ach, das war jetzt ja wieder blöd. Naja, irgendwie dauert Laden doch ewig. So, jetzt
geschafft. Also Ezio, du bist ein Idiot. Also. Du bist ein toter Mann. Das wirst du nicht. Ihr werdet berobt. So, schön. Lachu, was glaubst du? Das er ist hier. Sprich dein Gebet, Schurke. Ich hab... Na gut, stirb. Lachu, da ist er. Auf ihn. So. Guten Flug. Hey, runter hier. Ekolo. So, danke. Diesmal sah es doch besser aus. Also mal angenommen, Ezio macht jetzt nicht wieder irgendeinen Käse. Fass den Bastard! Verdammt! Er kommt ab! Ekolo! Packt ihn! Da ist er! Schneller! Er hängt uns ab! Fass den Bastard! So, danke. Es ist brutal, wie sehr sich Ezio da bei sowas anstellen kann. Ganz schön nervig, das sage ich euch. So, machen wir das Rennen hier draußen gleich. Kommt her, Leute. Biete das Heer der Republik allen neuen Rekruten einen Bonus. Von In der Hoffnung, dass das nicht dasselbe Rennen ist, sondern schon wieder ein anderes. Na okay, das... Sieht noch irgendwas anderem aus, was ich noch nicht kenne. Dieses Mal warst du sicher beeindruckt. Das war schnell. Ich könnte es besser. Jeder könnte das. Scusate, ich suche nach dem Boot nach Venedig. Ihr seid fast da, Freund. Seid ihr sehr in Eile? Nicht unbedingt. Helft uns, einen Streit zu schlichten. Ich wette, dass der erste Fremde, der vorbeikommt, den Kurs schneller bewältigt als er. Das wäre dann wohl ich. Und wenn ihr recht habt, was gewinne ich? Vielleicht eine private Reitstunde? Leiht mir ein Pferd. Pferdespielchen. Reitet durch die Kontrollpunkte in der Romagna, beendet alle Runden und kehrt zum Start zurück und sorgt dafür, dass ihr die Zeit eures Rivalen schlagt und dann auch eure eigene Reitstunde bekommt. Pferd. So. Wollen wir doch mal sehen, ob wir die Zeit nicht schlagen können. Aber ich bin kein Fan von der Reitsteuerung, muss ich auch dazu sagen. Andiamo. 10 von 27, okay. Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Madonna, damit habe ich... Da werfen die einfach mein Pferd um. So, da rüber. Ah, 11 Punkte noch. Ist, glaube ich, noch machbar. Gott, hilf mir! Gott kann dir nicht mehr helfen. Aber ich finde immer, die Rennen zeigen eigentlich, wie klein die Maps sind. Also wie oder was heißt klein ist das falsche Wort, wie schnell man sich. Verdammt. Wie schnell man mit dem Pferd über die Maps kommt, zumindest. Wo sind die anderen hin? Nach Hause mit eingezogenem Schwanz. Sie sind keine guten Verlierer. Gut gemacht, Messere. Nenn mich Ezio.
Übrigens habe ich noch Zeit für die Reitstunde. Wäre mir ein Vergnügen, Ezio. Nenn mich Amelia. Ach, gleich hier. Alles gut. Schön. Hat der Ezio wieder die Zeit seines Lebens gehabt, hm? So, wenn wir gerade hier draußen sind. Um uns doch den Aussichtspunkt. Hey, Pferd. Umher. Bitte, lass mich das überleben. Ich werde auch ganz fromm sein. Also fromm muss man gar nicht sein, um zu überleben. Ich habe gerade gesehen, eine Reitstunde. Dafür macht Ezio fast alles. Mission hin oder her. Stelle ich mich aber auch an mit dem blöden Reitsystem. So. Hier hoch. Jetzt bin ich ja nebenbei mit Dai Yang fertig geworden. Jetzt bin ich die ganze Zeit noch im Überlegen, was ich als nächstes mache. Weil ich meine, hier danach habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, die Ezio-Trilogie zu Ende zu spielen. Heißt, wir werden mit Brotherhood und Revelations weitermachen. Aber was ich als zweites Projekt machen will, beziehungsweise ich habe was. Ist noch eine kleine Überraschung. Aber ich überlege, ob ich noch ein anderes kleines Spiel da dazwischen schiebe. Also da davor schiebe. Beziehungsweise ich habe mich eigentlich schon fast entschieden, das so zu machen. Aber ich habe noch nicht angefangen, deswegen ist noch nicht aller Tage Ende, wie man so schön sagt. Wie gesagt, ich bin mir nur sehr sicher, dass ich so machen werde, schrägstrich will. Einfach weil ich habe recht viele Spiele, die ich spielen will zurzeit. Und ich muss halt irgendwie schauen, dass ich da ein bisschen hinterherkomme. Und wenn ihr schon mal die Zeit zum Spielen habt, dann will ich es auch immer aufnehmen, weil ich mir denke, also... Sonst ist es ja doppelter Zeitaufwand, den ich quasi rechnen müsste. Einmal für das, was ich privat mache und einmal das, was ich hier für YouTube mache. Genau, und da habe ich mich noch nicht wirklich festgelegt, wie oder was ich da jetzt als nächstes machen werde. Aber ich tendiere dazu erst ein kleines Spiel, das dauert nur 6 Stunden oder so. Also 3, 6, 9, 4 Wochen. Oh Gott, wenn ich das so sage, kommt mir das schon wieder extrem lang vor. Ich habe auch überlegt, ob ich probiere zu schaffen, jeden Tag Assassin's Creed zu bringen. Oder das Hauptspiel quasi und das Nebenspiel dann nur dreimal die Woche. Damit ich quasi mehr schaffe, aber ich befürchte fast, dass ich dafür nicht die Zeit habe. Wie gesagt, es geht jetzt also in eiligen Schritten aufs Staatsexamen zu. Es ist jeden Tag bin ich schockiert, dass es schon wieder einen Tag später ist. Macht jetzt die Corona-Situation natürlich auch nicht wirklich leichter zurzeit. Weil... Ja, eine Belastung ist eindeutig das falsche Wort. Ich finde, ganz im Gegenteil, ich habe eine eigene, fast schon radikale Meinung, die besagt, dass das alles halb so wild, also nicht falsch verstehen, nicht Corona ist halb so wild, das ist furchtbar schrecklich, aber also das, was die Regierung hier uns als Einschränkung auferlegt, das ist ja viele Fans. Man kann ja immer noch annähernd alles machen, was man machen will. Ich sehe die Einschränkung nicht und erst recht nicht das, was es hilft. Und wir brauchen keine Lockerung, wenn es schlimmer wird. Aber das ist ein anderes Thema, das ich jetzt eigentlich gar nicht so groß beleuchten will. Aber das kommt halt irgendwie auch noch belastend dazu. Dass wir, oder dass ich halt da irgendwie auch mit Verein und allem und ich muss mich da als angehender Jurist irgendwie doch an vielen Stellen drum kümmern und für viele da sein, weil halt die Erklärungen oft ein bisschen schwammig sind. Und die Leute nicht wissen, was sie jetzt wirklich dürfen und was nicht.
Und ja, ist halt einfach alles Zusatzaufwand. Und deswegen, also, ich schaff's gerade so, diese 3,5 Stunden in der Woche aufzunehmen. Und jetzt schneide ich ja eh nicht oder mache irgendwas anderes in der Richtung, damit ich die Chance habe, das hinzubekommen. Und deswegen bezweifle ich fast, dass ich das zumindest vor dem Staatsexamen hinbekomme, da mehr zu machen. Ich versuche jetzt eigentlich ein bisschen vorzuproduzieren, damit ich dann eben in der akuten Phase direkt vor dem Staatsexamen quasi hier mal aussetzen kann eine Zeit lang, ohne dass ihr, meine lieben Zuschauer, auf Videos verzichten müsstet. Und wie gesagt, danach ist wieder eine andere Geschichte, dann könnte ich wahrscheinlich wieder eher Zeit finden. Nasse Arbeit. Meine Verbindungsleute in Venedig haben mich informiert, dass ein Schiff gesichtet wurde, das in Vorlieb für die Ottomanen nach einer geeigneten Stelle für eine Invasion sucht. Tötet den Kapitän des Schiffs. Steht hier irgendwo ein Pferd rum? Okay, das ist tiefer als gedacht. So, komm, nehmen wir die Route hier. So, müssen wir hier raus und den Captain umbringen. Sofort runter hier! Schnell! Was macht ihr hier? Da, der hat uns nicht gesehen. Sehr gut. So, einer weniger und der der Kapitän kam hier auch vorbei. Das heißt, ich denke und hoffe, dass ich mir den hier einfach schnappen kann. Wenn er denn seine Runde weiterdreht. So, jetzt geht er wieder los. Jetzt kommt er hier gleich vorbei. Und da sollte ich mir den doch kurz schnappen können. So, wunderbar. Stresst man nicht so. So, wo wollen wir als nächstes hin? Jemanden verprügeln ist unser nächstes Ziel. Schätze haben wir jetzt alle. Ich weiß nicht, inwiefern man kommt am Ende noch in eine Stadt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein ganz kurzer Aufenthalt, ohne Aussichtspunkte oder so. Aber nun, ich weiß es auch nicht mehr. Also will ich mich da nicht festlegen. Es kommt mir halt so vor, als ob man als ob noch zu viele übrig wären, sag ich mal. Genauso mit der Sondererinnerung. Beim letzten Mal habe ich mich auch mal schlau gemacht. Die hat den einfachen Sinn und Zweck des Konsolenspielers, die Platin auf
der PlayStation haben wollten, den Erfolg von jemanden runtertreten bekommen können. Man sagt, dass ihr oft einfachen Bürgern helft. Dürfte ich euch bitten, meinem ehebrechenden Trottel von Ehemann etwas Anstand einzuprügeln? Klar, prügel ich den ein bisschen. Promiskuität, den leichtfertigen Ehemann verbringen. Ja. Wie gesagt, diese Flieg-Ding ist einfach so ein Sandbox-Mission ohne Ziel, ohne Ende. Einfach damit die Leute auf der PlayStation sich den Erfolg noch holen konnten, den wir schon haben. Also ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass bis zum Ende überbleibt. Und ich habe auch gelesen, das wusste ich gar nicht, dass das hier in Forli nur ein DLC eigentlich war. Und nur weil das hier diese Remastered Edition ist, man da edle Preise für edle Waren. Ich habe ihn nicht mal reingeschmissen. Der andere hat mich in ihn geschmissen und da habe ich gesagt. Also wie gesagt, das Ganze hier in Folie, deswegen sind hier auch die Missionszeichen weiß und nicht schwarz wie sonst. War eigentlich nur eine DLC-Map und Geschichte. Genauso der Maskenball in Venedig. Glaube ich. Das weiß ich aber nicht mehr. Unsicher. Nachdem der Maskenball im Trailer auch drin ist, vielleicht auch nicht. Aber irgendwas noch. Es gab zwei DLCs. Naja, das eine ist das Fliegen, das eine DLC, und das andere ist hier Forli allgemein. Ja. Und die sind halt in der Edition im Remastered natürlich alle auf einmal mit drin. Und dementsprechend, ja, wären die eigentlich nur zusätzlich zu machen, aber hier sind sie halt verpflichtend. So, und probieren wir es jetzt nochmal. So, wenn wir mal versuchen, uns... Ob wir das hier nochmal retten können? So, da hätte man doch. Ja, sie hatte recht. Das war's gar nicht, du. Ich bin der Scheißkerl. Ich gehe nach Hause. Du bist jetzt plötzlich der Scheißkerl. Tut mir leid, ich meinte ich gar nicht. Aber naja, haben wir wohl eine Wache auch noch bekehrt mit der Aktion. Da, jetzt hat. Ist es synchronisiert worden? Aber damit würde ich sagen, war es das für heute. Wir machen das nächste Mal noch den Auftragsmord und dann geht's richtig los hier in Folie. Heute mal ein bisschen Bonus-Session, aber ich hatte recht viel zu erzählen. Es war eigentlich ganz passend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Assassin's Creed 2. Macht's gut bis dahin und lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.